Uns allen geht Team Rocket mächtig auf die Nerven und genau deswegen ist es langsam mal Zeit, die Organisation zu zerstören. Wir sind gerade dabei, den Radioturm zu säubern und das sollte sie ordentlich zurückschrecken. Aber der Radioturm ist wirklich ziemlich krass verseucht von diesen Rüpeln. Immerhin, wir versuchen gerade durch den Untergrund ins Herz hineinzurücken. Und das lief bis auf das Schalterrätsel im letzten Part doch ganz gut. Und ja, wie ich festgestellt hatte, ist das Schalterrätsel tatsächlich ziemlich einfach, wenn man halt weiß, was man machen muss. Im Prinzip einfach nur den letzten Schalter betätigen, dann den in der Mitte und zuletzt den ersten und schon kommt man durch. Ja, aber trotzdem ist dieses Rätsel für Pokémon-Spieler weltweit eines der nervigsten aller Zeiten und für mich auch. Ihr habt es ja im letzten Part gesehen, das war einfach schrecklich. Ja. Und das macht jetzt auch nicht besser, wenn ich weiß, dass es wirklich nur so einfach ist. Im Gegenteil, das macht es eigentlich schlimmer. Nun denn. Och, komm schon, Knight Rider. Warum triffst du nicht? Du bist doch schon vergiftet. Willst du dich wirklich so erbärmlich gegen einen Slimer anstellen? Anscheinend, okay? Gut. Ja, gut. Dann mach. Wenn dir das so viel Spaß bereitet. Ich will dich nicht dran hindern. Und wehe, der lebt jetzt noch. Okay. Volltreffer. Wir brauchen dringend ein Stalos, aber ja. Ich krieg nun mal den Metallmantel erst im Postgame. Das ist das Problem. Und ich denke, Smogmog werde ich jetzt schön effektiv mit Feuersturm wegbrennen. Oh, der ist sogar nur auf Level 23. Warum das denn? Nur weil es eine Endentwicklung ist? Ziemlich schwach, Game Freak. Aber das haben die früher gerne gemacht. So quasi als Abschwächung. Dass man dann noch eine Chance hat, in Anführungsstrichen, ja. Weil das Spiel ja auch nicht zugänglich genug ist. Ich hab's jetzt hier nur so schwer, weil ich halt, naja, ein Team habe, was seine Zeit braucht. Und normalerweise kann man in der zweiten Generation schon relativ gechillt durchrushen. Vor allem, wenn man immer noch solche Flachzangen als Gegner bekommt. Na, mal sehen. Vielleicht kann Onix ja zumindest gegen Smogon bestehen. Aber auch in der Erde nehmen wir leider Schaden durch das Gift. Das lässt sich nicht ändern. Und er überlebt. Zerfix. Oh, no. Damit ist Knight Rider tot. Aber ganz ehrlich, hat er verdient. Hat er verdient. Fertig. Ende. So, dann gehen wir halt zum nächsten. Mir auch egal. Ja, ich liebe meine Pokémon total. Die Zuneigung ist auf dem höchsten Stand. Das Vertrauen ist beispielhaft. Und die Liebe grenzenlos. Das sieht man hier. In jeder Sekunde. Es ist einfach so, wenn jemand seine Leistung nicht bringt, dann tschüss. Das ist wie bei DSDS hier, ja? Okay. Das gilt auch für dich, JLP. Du brauchst endlich gute Attacken. Und lernst wieder keine neue. Aber ich glaube, auf 32 kommt Seher. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit, aber ja. Dann haben wir zumindest mal was Geiles, Psychologisches. TM35, vielleicht ist das ja auch was Geiles. Lass mal sehen, aber ich glaube nicht. So irgendwas ganz Banales, ja, Schlafrede. Will ich jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber hilft mir halt in dieser Situation nicht weiter. Und da bist du? Oh, der echte Intendant! Wie? Was?
Du willst mich retten? Danke. Der Radioturm. Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Ja. Er hat von all dem hier nichts mitbekommen, oder was? Er wurde doch von Team Rocket gefangen genommen. Also warum fragt er so blöd? Hä? Der ist besetzt? Ach so. Und noch lächerlicher ist die Tatsache, dass Team Rocket ihm den Türöffner nicht abgenommen hat. Damit kannst du den Rolladen im zweiten Stock öffnen. Ich flehe dich an, uns zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben, wenn sie erst Kontrolle über den Transmitter erlangen. Sie könnten sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir. Du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm und alle Pokémon in diesem Land. Was? Was eine verrückte Story. Warum sollte man mit einem Radiosignal alle Pokémon der Welt kontrollieren können? Und selbst wenn das funktionieren sollte, warum zum Geier hat das nicht schon jemand vor Team Rocket versucht? Oder nach Team Rocket? Es gibt doch immer solche Leute wie A.H. Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey, Gnom, zisch ab. Ja, ich verliere auch total die Lust dabei, wenn mir jemand zusieht. Oh. Oh. Das ist ja... Spaß. Das wär's, oder? Schauen ja nur ein paar Leute zu. Das Zeug am Boden ist Plunder. Nimm es dir, wenn du es willst. Ja klar, gerne. Allerdings muss man ein paar Tage warten, wenn man hier alles haben möchte, denn... Ja, jeden Tag sind diese Kisten oder was auch immer das sein soll, anders angeordnet. Wenn ich jetzt morgen zum Beispiel herkommen würde, dann könnte ich schon ein neues Item hier erlangen. Aber ich glaube, was wirklich Wichtiges ist hier nicht, außer das Münzamulett. Und das haben wir ja gerade bekommen. Hey, du hältst uns nur auf. Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht. Was seid denn ihr für komische Leute? Na gut, dann gehe ich halt weg. Die wollen mit niemandem reden und sind generell... Oh! Alter, lass mich nach oben, bitte! Verdammt nochmal! Für diejenigen, die es nicht gemerkt haben, wir sind im Ducatia City Einkaufszentrum gelandet. Warum auch immer der Untergrund der Stadt mit dem Einkaufszentrum verbunden ist, ja. Es leuchtet mir auch nicht ganz ein, aber es ist so. Jetzt kommt noch schnell eine Heilung hinterher und dann kümmern wir uns wieder um Team Rocket. Der Schlüssel soll also etwas im zweiten Stock öffnen. Gut. Sehr gut. Das sieht irgendwie komisch aus, wie die da sitzt. Naja. Ich bin's ja auch nicht gewohnt, so zu sitzen wie die Leute in Japan. Vielleicht kommt's mir deswegen so seltsam vor. Endlich wieder diese Musik. Ich hab sie schon vermisst. So, gemeint ist diese Tür hier. Yeah! Na, wie gefällt dir das? Wie bist du hier reingekommen? Scheiße! Es wird eng für euch. Und ich bezweifle, dass du mich aufhalten kannst. Ah, der hat immerhin einen Radikal. Kein Radfratz mehr. Ich will dich nicht überfordern, Onyx, aber... Mit dem Radikal solltest du jetzt echt fertig werden, ne? Es ist ein Normal-Pokémon und physisch. Es kann dir nichts anhaben. Na gut. Mit bestimmten Attacken schon, aber ich denke einfach mal, dass der die nicht kann. Ja, also wir wollten ja auch noch in diesem Part über etwas sprechen. Und zwar ist... Scheiße. Und zwar ist meine Wahl auf das Two and a Half Man Finale gefallen. Das wollte ich eigentlich schon viel früher in irgendeinem Part ansprechen, aber ich wusste halt nicht, ob das jetzt in Deutschland schon ausgelaufen ist oder nicht. Und letztens habe ich dann zufällig die letzte Folge auf Pro7 gesehen. Und es war ja auch in den Twitter-Trends, genau. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Und deshalb weiß ich, dass es jetzt in Deutschland zu Ende ist und man darüber reden kann. Und zuerst mal meine Frage an euch. Wie fandet ihr es denn?
Das empfindet ja jeder anders, auch wenn die generelle Meinung eher negativ ist. Und das ist auch meine. Aber wie fandet ihr es? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich fand es auf jeden Fall schlecht. Ich habe aber auch die letzten zwei Staffeln nicht mehr geguckt, weil es mir einfach an Belanglosigkeit und Schwachsinn zu viel war. Ja, also die Serie ist eigentlich komplett gekippt, als Charlies Tochter auftauchte, die dazu noch lesbisch ist. Nichts gegen Lesbische, aber es hat halt überhaupt nicht reingepasst. Und ich weiß auch jetzt bis jetzt nicht, was die eigentlich da sollte. Ich glaube, die sollte einfach nur ein Jake-Ersatz werden, weil der ist ja auch gegangen, weil er keinen Bock mehr auf den Mist hatte. Hat er aber zumindest in der letzten Folge nochmal einen guten Auftritt, fand ich. Und einige Gags in der letzten Folge waren auch gar nicht mal so schlecht, wie zum Beispiel der Auftritt von Arnold Schwarzenegger, auch wenn ich den absolut nicht ausstellen kann. Das war ganz nice inszeniert, oder auch diese ganzen Szenen, wo sie dann zum Publikum geguckt haben und auch so ein bisschen die Zuschauerschaft verarscht hatten und sich selbst. Aber was man halt in den letzten 2 bis 3 Staffeln abgezogen hat, oder generell nach dem Ausscheiden von Charlie, ist halt echt der letzte Scheiß. Und warum ist das Skullbar plötzlich auf Level 36? Was geht? Ho, jetzt kriegen wir es doch mit den harten Jungs noch zu tun. Oh mein Gott. Ja, und das Ende vom Ende war dann natürlich der absolute Bullshit, ja. Ich fand es erstmal richtig geil, dass sie es so gemacht haben, dass Charlie doch noch lebt. Und die ganze Zeit bei... Na, wie heißt sie noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen, Alter. Bei Rose im Keller, im Brunnen gefangen war. Ja, und jeder hat natürlich gehofft, dass man ihn in der letzten Folge nochmal sehen kann. Und was kriegt man? Ein scheiß Double, das man von hinten sieht und welches dann von einem Klavier aus der Luft erschlagen wird. In dem Moment, als er bei sich zu Hause an der Tür klingelt. The fuck? Oh mein Gott. Und das ändert auch nichts daran, dass sich der Macher Chuck Lorre dann Sekunden später selbst vom Klavier hat erschlagen lassen. Wie er schon in der letzten Sekunde sagte, er hat gewonnen. Das stimmt. Leider. Denn er hat auch nach dem Ausscheiden von Charlie Sheen immer noch diesen Bullshit am Leben gehalten. Views und Geld gemacht, auch wenn es natürlich viel, viel schlechter ankam als früher. Also eigentlich ist die Serie sukzessive abgestiegen, kann man sagen, in Amerika. Und man hat es halt dann noch versucht, so lange wie möglich zu machen. Und als es sich dann abgezeichnet hatte, okay, das wird jetzt nichts mehr. Und uns fällt auch absolut nichts mehr ein, haben sie es halt dann beendet. Aber auf diese Art und Weise, das war eines Serienfinales nicht würdig. Lustig fand ich auch, dass direkt nach der amerikanischen Ausstrahlung so eine Art Entschuldigungsschreiben an die Öffentlichkeit gelangt ist, wo sie es quasi erklärt haben, warum Charlie Sheen nicht mehr aufgetreten ist. Angeblich konnten sie sich auf das Drehbuch nicht einigen, also er hat es gelesen, ihm hat es nicht gefallen und dann haben die gesagt, gut, dann hau halt ab. Und der Streit ist wieder entfacht. Ja? Zuvor haben sie sich halt wieder ein bisschen vertragen und dann ist es halt wieder entfacht. Und ja, dann hat er so ein bisschen die Schuld auf Charlie geschoben. Aber, ich weiß nicht. Natürlich hat er auch irgendwie was damit zu tun und ist auch ein Vollidiot, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das rechtfertigt nicht dieses schreckliche Ende. Ja, aber ich bin natürlich froh, dass es jetzt endlich zu Ende ist, weil mit Ashton Kutcher war es einfach gar nichts. Nichts. Das hätten ganz andere Schreiberlinge sein können, ehrlich gesagt, weil die Storys, die sind so anders gewesen und so schlechter. Das kann man gar nicht glauben, dass es die gleichen waren, aber ja, gut, okay. Sei es drum, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dem Shit. Wahrscheinlich war die letzte Folge, obwohl das Ende so mega kacke ist, noch die beste von den letzten 3 Jahren. Aber alles in allem natürlich kein würdiger Abschluss. Ich weiß auch gar nicht wirklich, was davor so alles geschehen ist. Aber es spielt ja auch gar keine Rolle, weil das Ende ist ja eigentlich kein Ende. Es ist einfach nur quasi ein Schnitt für die Ewigkeit. Und das war's dann.
Die ganzen Stories, die da abgegangen sind, sind eigentlich völlig irrelevant gewesen. Das ist halt auch so schade. Aber nun gut. Oh, die Margit vom Radioturm. Seems legit, ich weiß, aber sie hat hier irgendeine Sendung, deswegen. Sie ist also Fame. Oh, warum? Warum muss ich das über mich ergehen lassen? Hätte ich doch bloß nicht diesen Vertrag unterschrieben. Tja, so ist das halt. Ich denke mal, so fühlt man sich auch, wenn man bei der Bahn arbeitet oder bei der Post derzeit. Das ist halt dann einfach Schicksal, ne? So, wer bist du? Du willst mich jetzt noch aufhalten? Ich werde dich auf jeden Fall nicht zu ihm am Tisch lassen. Ich kenne dich, du dumme Göre. Ich weiß, wie du kämpfst. Diesmal wirst du mich nicht bezwingen können. Ah, du bist die Alte aus dem Mahagonia-Versteck. So, so. Die mit dem Arbok. Und ich glaube, ein Giflo hat sie auch noch, ne? Aber auch gegen sie werden wir bestehen können. Erstmal Kreideschrei. Weil die Pokémon sind jetzt doch ein bisschen zu stark. Damit wir ordentlich Schaden machen können, müssen wir auf jeden Fall die Verteidigung senken. Und es ist wundervoll, dass die Attacke von Arbok nicht getroffen hat. Ich hau jetzt zudem noch ab. Und jetzt gibt's volle Pulle einen rein mit dem Schaufler. Könnte reichen, aufgrund des Kreideschreis. Yes! Verteidigung ist stark gesunken und das hat sich bezahlt gemacht. Jetzt kommt das eben angesprochene Giflor, welches von Weekend abgebrannt wird. Was ist denn das für ein creepy Blick? Oh, ist das cool. Der Blick ist wirklich einmalig. Ich hoffe, Flammenrad reicht. Ich bin mir nicht sicher. Nee, es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Ja. Ich hätte doch Feuersturm machen sollen. Obwohl, nee, es passiert nichts. Ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet, so Schlafpuder oder Stachelspore. Allerdings setzt es nun Lockduft ein und das ist jetzt nicht die Welt. Das kann ich verschmerzen. Lalalala. Yes, Level 33. Läuft. Und das letzte Pokémon ist ein Kramurx. Wie killen wir das? Mit einer Eisattacke. Meine Nase ist heute wieder relativ verstopft. Ich bitte um Entschuldigung. Dieser vermaledeite Heuschnupfen setzt mich derzeit leider größtenteils außer Gefecht. Ich nehme auch gar nicht so viel auf. Aber ohne mindestens einen Part am Tag kann ich halt nicht leben. Vom Vorrat her würde es reichen, aber ja, ich muss einfach zocken und labern mit euch. Sonst komme ich mir vor wie jemand, der keine Freunde hat und kein Lebensziel. Und. Team Rocket muss zerstört werden, das ist ein Ziel. Oh, du bist so weit gekommen. Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen, die Radiostation zu annektieren und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Ruhm wieder erlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Ja. Dann versuch mal, das zu verhindern. Er ist also der stellvertretende Boss. Lass doch mal sehen, was du auf dem Kasten hast. Du wirst jetzt ganz Team Rocket vertreten. Und euer Comeback hängt am seidenen Faden. Ein Hundster haben wir jedenfalls noch nicht gesehen. Ist ein interessantes Pokémon der zweiten Generation. Vor allem die Weiterentwicklung Hundemon. Feuer und Licht. Hat dann in der sechsten Gen auch noch eine Mega-Entwicklung bekommen, die aber, glaube ich, unter Experten nicht so häufig genutzt wird, weil es wohl Items oder Attacken gibt, die die Mega-Entwicklung so ein bisschen ausstechen. Zumindest habe ich das so mitbekommen und auch nicht wirklich häufig Mega-Hundemon gesehen. Gespielt wird aber trotzdem. Nur halt nicht so häufig, denke ich. Falls das ganz anders sein sollte, schreibt's gerne in die Kommentare. Das ist nur das, was ich so gehört habe.
Selbst habe ich es aber eigentlich auch noch nie eingesetzt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr Pokémon online gezockt. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, warum sich das nicht so lohnt. Ich glaube, die Fähigkeit war das Problem, oder? Ach, sei's drum. Ihr wisst eh besser Bescheid. So, jetzt aber mal Tacheles hier. Ist es dein Ernst? Hunduster und Smogon. Das ist alles lächerlich. Er hat jetzt zwar noch einen Hundemon, aber ich glaube kaum, dass dieses Pokémon das jetzt noch rausreißen kann. Gut, es ist auf Level 35. Aber ich habe einen Quaxo im Team mit Surfer. Da habe ich aber vom stellvertretenden Boss ein bisschen mehr erwartet. Ja gut, jetzt hat er Glück, dass er mich zum Zurückschrecken bringt. Aber vielleicht kann ich ihm zuvorkommen mit Hypnose. Yes. Die Gefahr dürfte gebannt sein. Jetzt kann ich ihn in Ruhe ertränken. Boah, das muss richtig brutal sein, oder? Im Schlaf ertrinken, hey. Du bist ja dann mega hilflos. Was zum... Der lebt noch. Not bad. Und er wacht auf. Aber Smog ist jetzt nicht so stark, dass ich davon down gehe. Dass der Eishieb natürlich nicht sehr effektiv ist, war mir klar, aber ich wollte halt ein bisschen Abwechslung zeigen. Und der Rocket Vorstadt ist down. Nein! Vergib mir, Giovanni. Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Ich, Giovanni, werde ich Team Rocket hier und heute auflösen. Leb wohl. Boah, das ging aber schnell. Was für Idioten. Domina, vielen Dank. Dein couragiertes Handeln hat die Pokémon in ganz Johto gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies bitte. Die Klarglocke. Früher gab es hier einen Turm in Dukatia City, aber er war alt und baufällig. Also haben wir ihn durch unseren Radioturm ersetzt. Nette Umschreibung von, wir zerstören einfach mal Kulturgut und denken nur an uns. Beim Bau haben wir diese Glocke gefunden. Ich hörte, dass früher viele verschiedene Pokémon in Dukatia City lebten, bis wir sie vertrieben hatten. Nun, vielleicht hat diese Glocke etwas mit dem Zinnturm in Teak City zu tun. Ah, das erinnert mich. Ich habe Team Rocket zufällig flüstern hören. Es scheint, als führten sie etwas am Zinnturm im Schilde. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Vielleicht solltest du es überprüfen. Okay, ich gehe in mein Büro zurück. Und das ist nicht hier? Okay, was ist denn sonst hier? Ein Hyperball. Mehr auch nicht. So, aber ich glaube, die Sache mit dem Zinnturm ist jetzt irgendwie neu. Das scheint Pokémon Kristall exklusiv zu sein. Wir werden im nächsten Part mehr darüber erfahren. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch und über diese TM, die mir diese junge Dame hier geben wird. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Let's Play Pokémon Kristall. Oh, das kann ich gebrauchen. Danke. We'll be right back.